Hallo und ganz herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Sophie. Wenn du neu auf diesem Kanal bist, dann vielen Dank, dass du heute eingeschaltet hast. Und auch wenn du natürlich nicht neu bist, vielen Dank, dass du heute eingeschaltet hast. Auf diesem Kanal findest du alles rund um das Thema Minimalismus, Ausmisten, Putzen und Co. Und ich habe auch einen Podcast, der nennt sich eben auch Das farbenfrohe Leben, wie der Kanal selbst. Und da poste ich auch ab und zu was dazu. Heute geht es wieder um das Thema Minimalismus. Und heute zeige ich dir 8 Sachen, die du sofort ausmisten kannst, die du vielleicht auch vergessen hast beim Ausmisten. Erstens, die Geldbörse. Die Geldbörse haben wir meistens mit uns mit. Manchmal ist unsere Geldbörse so schwer und wir wundern uns, warum. Das kann ich dir auch beantworten. Wahrscheinlich hast du in der Geldbörse noch alte Kassazetteln oder auch vielleicht Kleingeld. Und meiner Empfehlung nach kannst du einfach auch die Geldbörse einmal ausmisten und du wirst sehen, dass du Karten, die vielleicht abgelaufen sind, kannst du da ausmisten und so weiter. Der zweite Punkt ist zu kleine Kleidung. Wer kennt das nicht? Man hat ein Kleidungsstück, ein Kleid oder eine Hose, die im Schrank hängt und man sagt, das ziehe ich an, wenn ich wieder schlank bin oder das ziehe ich an, wenn ich abgenommen habe oder wenn ich zugenommen habe. Egal, das habe ich früher auch gehabt, aber mittlerweile weiß ich, das ist ein Blödsinn. Weil alles, was zu klein ist, kannst du sofort ausmisten. Und auch alles, was du natürlich, was dir unangenehm ist auf der Haut oder so. All das kannst du sofort getrost ausmisten, weil auch wenn du abnehmen solltest, in jetzigem Moment bist du so wie du bist und das ist gut so. Und deswegen würde ich nicht Kleidung aufheben, nur weil du bald abnehmen möchtest. Ja. Viertens, und zwar kaputte Stifte. Schau mal deine Stifte alle durch. Du wirst bestimmt einige Filzstifte oder auch Kugelschreiber haben. Und wir wissen alle, dass die eines Tages den Geist aufgeben. Und deswegen ist mein 4. Tipp an dich. Miste alle kaputten Stifte aus. Und wenn du wirklich so viele Stifte hast, so wie ich, kannst du natürlich auch nicht kaputte Stifte ausmisten und die dann einfach deinen Freunden oder spenden. Genau. Fünftens, E-Mails. Man wird es nicht glauben, aber auch E-Mails dürfen wir natürlich ausmisten. Wir kennen es alle. Es kommt am einen Tag bekommen wir extrem viele Mails. Bei mir ist das ehrlich gesagt so, dass ich extrem viele Spam-Mails bekomme. Und ich habe mich am einen Tag dazu entschieden, dass ich wirklich regelmäßig all meine Spam-Mails sofort lösche. Wirklich sofort, wenn ich sie bekomme. Wenn ich es halt sehe. Ich bin dann ja auch nicht die ganze Zeit am Handy. Aber wenn ich die E-Mails sehe, lösche ich die sofort. Und seitdem habe ich zwar immer noch dieselben Spam-Mails natürlich. Die kommen ja trotzdem noch. Aber ich lösche sie sofort und deswegen sind sie dann auch gleich wieder weg. Und deswegen wirkt es auf mich, als hätte ich weniger E-Mails. Und das ist ja auch gut. Und weiteres kannst du natürlich auch deine Instagram, Facebook und YouTube-Feeds durchsortieren. Wie ich euch schon in den letzten Videos erzählt habe, alles, was wir aufnehmen, also nicht nur Nahrung, also in Lebensmittelform, nährt unseren Körper. Also auch alles, was wir uns anschauen und was wir uns anhören. Deswegen ist mein 6. Tipp an dich, schau dir mal deinen Instagram-Feed durch, schau dir deine Facebook-Freunde an, mit wem möchtest du wirklich befreundet sein, welche Instagram-Accounts schaust du dir gerne an und welche nicht. Und du kannst da wirklich getrost den Leuten folgen, die dir vielleicht nicht so gut tun. Ich weiß, das ist ein Tipp, den du sicher schon kennst, aber ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Tipp und es ist auch wichtig, dass wir uns, wie gesagt, mit dem Menschen umgeben, online wie auch live, die uns gut tun. Siebtens, schau dir mal all deine Fotos und Videos auf deinem Handy und deinem Computer an. In der heutigen Zeit, in der digitalen Welt, würde ich fast schon sagen,
sind wir überflutet von Eindrücken und haben meistens zu viele Fotos. Also ich kann da mich selbst auch nicht ausschließen. Ich bin einfach ein Mensch. Ich liebe es, Fotos zu machen. Und das ist ja auch gut so. Ich habe schon vor Jahrzehnten, also vor einem Jahrzehnt, so alt bin ich jetzt auch noch nicht, aber vor einem Jahrzehnt habe ich schon sehr gerne Fotos gemacht und auch mit einer Kamera. Und heutzutage mache ich das natürlich auch mit dem Handy. Und ja, aber wir haben einfach immer so viele Fotos und ich, wie gesagt, auch. Deswegen ist es wichtig, regelmäßig auch die doppelten Fotos oder die verwackelten Fotos einfach gleich zu löschen. Denn diese Fotos sind nicht nur nicht schön, sondern sie nehmen auch recht viel Speicherplatz weg. Deswegen misst ihr alle doppelten und verwischten Fotos aus. Achtens, Dinge, die du schon seit einem Jahr nicht benutzt hast. Das kann ein Kleid sein, das kann auch eine Hose sein, das können aber auch andere Geräte sein, wie zum Beispiel ein Thermomix, ein Küchengerät generell und Co. Ich zum Beispiel hatte einen Thermomix und habe den wirklich jahrelang nicht benutzt, bis ich dann endlich beschlossen habe, dass ich ihn weggebe. Also wirklich, schau, welche Dinge du nie benutzt und sie trotzdem aber Platz einnehmen. Das ist ganz wichtig, dass du dich von diesen Dingen trennst, weil wie wir ja wissen, alle Gegenstände haben eine Energie und schwingen auf einer Ebene. Und wenn du die Gegenstände nicht benutzt, haben sie trotzdem noch dieselbe Energie und blockieren vielleicht die Energie sogar. Deswegen misst du alle Gegenstände aus, die du länger als ein Jahr nicht benutzt hast. Das waren meine 8 Tipps. Ich hoffe, dass sie dir gefallen haben und vielleicht habe ich dir eine Anregung geben können und misstest jetzt all deine Fotos aus oder was anderes. Das ist dir natürlich überlassen und ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Ausmisten. Alles Liebe, deine Sophie. Tschüss.